Hi, hier ist Grinigma. Und ja, Impact Wrestling hat ja groß angekündigt, dass der neue Twitch-Channel nun öffentlich ist. Und ich muss sagen, ist wirklich eine ziemlich coole Sache. Also wenn wir auf twitch.tv slash Impact Wrestling navigieren, können wir quasi den ganzen Tag über Impact Wrestling oder TNA Wrestling sehen. Wir haben hier wirklich die Möglichkeit, hier den alten Content, alte Shows, Klassik-Shows zu sehen, aber hier auch neuere Shows zu sehen. Ich habe letztes Mal eingeschalten und dann war ein Match von AJ Styles gegen Low Ki, sicher schon eine Ewigkeit her. Ich weiß jetzt nicht das genaue Jahr, aber. Und kurz danach war eben dann eine Show vom Dezember 2017. Also auch neuerer Content wird hier angeboten. Und was mir eben so an der ganzen Sache sehr gut gefällt, ist, dass wir hier keinen Account benötigen, soweit ich mich erinnere. Also wir können hier einfach nur auf die Seite navigieren und lossehen. Und was auch noch sehr, sehr toll ist, ich kann das am Smartphone sehen, ich kann es auf meinem Smart TV sehen, ich kann es mir am Laptop anschauen und habe quasi unbegrenzte Möglichkeiten, hier den ganzen Tag, das ganze Jahr Impact Wrestling zu sehen. Ja, was jetzt aber noch angekündigt wurde, ist, dass eben hier auf Twitch, auf diesem Impact Channel, weitere Shows noch angeboten werden, die exklusiv nur auf Twitch verfügbar sind. Und zum einen hier eine Show mit Jeremy Borash, mit JB, wo eben über das Wrestling gesprochen wird. Also hier exklusiver Content, den wir nicht in der GWN-App sehen, den wir nicht im normalen Impact Wrestling TV sehen. Und ja, finde ich schon ziemlich coole Sache. Mich freut es persönlich sehr. Also ich bin natürlich auch Abonnent vom Global Wrestling Network. Aber bei Twitch finde ich eben, dass der Service einfach ist und ich kann mir hier ohne großen Aufwand hier die Impact Wrestling, den Impact Wrestling Stream ansehen. Also finde ich sehr, sehr gelungen. Finde ich auch sehr gut für die Entwicklung von Impact. Damit haben sie wirklich einen sehr guten Deal gemacht, wie ich finde. Und ich freue mich jetzt eigentlich schon sehr, wenn ich dann zum ersten Mal die exklusiven Shows auf Twitch sehe. Und was mir auch noch sehr gefällt, ist, dass man hier auch mit einigen Benutzern schreiben kann. Und ja, generell sehr gelungen. Und ich persönlich habe teilweise schon den Twitch-Stream laufen im Büro, damit ich so nebenbei ein bisschen informiert bin. Also für meine Begriffe ein sehr guter Deal, den Impact Wrestling hier gemacht hat. Ja, was haltet ihr davon? Habt ihr schon eingeschaltet bei Twitch, den Impact Wrestling-Kanal? Was sind eure Meinungen dazu? Würde mich sehr interessieren. Ich bin jedenfalls, wie ihr schon gehört habt, sehr zufrieden damit. Und ja, lasst es mich wissen. Also würde mich freuen, wenn ich auch eure Meinungen hier dazu höre. Gut, bis zum nächsten Mal und ciao.